ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Gab ja eine Diskussion darüber, wie viele kommen dürfen und so. Hast du mitbekommen, dass von den vereinten Freiläufern denen das nicht reichte, dass sie zu zweit kommen? Die wollten zu dritt kommen, oder? Oder ja, die wollten mindestens zu dritt kommen, weil sie ja alles zusammen entscheiden. Also. Ja, finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. So gar nicht, nein. Am besten bringt gleich die ganze Fraktion mit. Sekunde. Pulverschnee. Tja, einmal nach links. Das sind schon die nächsten. Oh, perfekt. Ah. Moin, kann man euch im Hilfs sein, meine Herren? Ja, ich glaube, der Captain steckt fest. Oh nein, der Captain steckt fest. Hallo, meine Herren. Hallöchen. Das ist, nette Stolperfalle hier. Ja, das ist noch in Bearbeitung. Kalt. Oh, ja. Herr Kaiser, brauchen Sie Hilfe? Geht's Ihnen gut? Nee, getroffen. Ich weiß nicht, wenn Sandy das nicht wusste, dann fehlt da ein bisschen Kommunikation. Ich hab den Powerblock dabei. Ach so, ja, okay, dann ist gut. Oh, ja, mein ganz Lücher füllen. Herr Kaiser, oh Mensch. Okay, was steht die nächste Stunde an? Hui! ja, erstmal warten wir, bis jeder erscheint. Das ist, falls die Diskussion so hitzig wird, kann man dir die Gemüter abkühlen. Also, oh, ich finde es jetzt echt laut schief. Also, ohne dass hier schon angefangen hat, finde ich es jetzt schon super. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Es ist irgendwie noch gerade in der, im Aufbau. Schrammig mich hier. Oh Gott, was geht nicht? Es nimmt kein Ende. Ich trinke. Sie können hier, wenn Sie noch nicht genug Essen haben, können Sie sich da was rausnehmen. Ein Träumchen. Oh, meine Güte, ey. Sonst folgen Sie mir ein paar Mal hier rein. Hey, halt. Bei Fuß. Bin schon da. Der Teddy ist so süß. Hier hinten können Sie sich dann einen Platz aussuchen. Nein. Ich glaube. Das ist meiner. Nein. Stimmt, mein Name drauf. Doch, ich bin. Oh Gott, oh nein. Ich bin. Santi, ich bin aber auch dafür, dass du kommst. Du bist wirklich wichtig. Oh. Süß. Das hat zu mir noch keiner gesagt. Sie dürfen nichts in der Hand haben, dann können sie sich draufsetzen. Ja. Kommst du mal ganz kurz. Irgendwas läuft hier falsch, aber das. So, ich hatte extra vorhin ja das Ding kaputt gemacht, damit ich den Bambus hier beim Wachsen zu gucken kann. Jetzt brauche ich nur noch ein paar. Wie hobbylos muss man sein, um jemand beim Wachsen zuzusehen? Will jemand mitgucken? Jetzt brauche ich nur noch einen Papagei auf der rechten Schulter. Ey! Das habe ich nicht gesagt. Okay. Also, sie wollen entweder zu dritt so oder ohne. Nicht, mein Freund. Nicht. Ja, wie gesagt, die meisten der Nationen, die hier vertreten oder sind. Oder ein Leifel, das ist schön blau, wie die Rüstung. Würde ich gehen. Oder wie ich. Wie gesagt, wenn sie ihren Essen. Oh, jetzt Spinning Table hier, Spinning Table, warte einen Moment. Das ist jetzt das Spinnlager. Das sieht so blöd aus. Das sieht wunderbar aus. Bisschen erschöpft, Leute. Digga, alle spinnen sich hier, wie geil das einfach ist. Oh, das ist so Spinning-Command. Oh mein Gott, ja. Das ist der beste politische, die beste politische Versammlung. Ja, immer. Die beste politische Versammlung. Professionell. Ja, definitiv. So was sollten wir öfters machen. Ich würde sagen, das ist ein Spiel. Digga, wir haben unsere Party hier, Junge. Hallo. Erstmal abwischen und dann schön mit der flachen Hand. Ja, mit der flachen Hand einmal rüberwischen, damit der Dreck weg ist. Die Berater mit. Also, ich habe hier alles gut im Blick. Ich weiß nicht, wohin. Wir sehen die Berater besser als man selbst. Es fühlt sich falsch so. Es fühlt sich falsch an. Es sieht auch falsch aus. Was? Na, hör mal. Na, hör mal. So, wir Genies haben die einberufen, weil es natürlich einige Sachen gibt, die wir besprechen wollten mit allen Nationen. Darunter liegt halt die Probleme, die wir derzeit hier in unserem Reichen haben und halt andere Dinge, die noch später für die zukünftigen Dinge
wichtig sind, die wir planen werden und natürlich für die zukünftigen Dinge, die wir zusammen als Nation irgendwann veranstalten werden. Genau. Sophie, kannst du mit deiner Rede beginnen? Als erstes würde ich gerne das reden, wofür ich hauptsächlich diese Versammlung einberufen habe, und das ist die Person oder Personen, die immer wieder hier klauen oder unnötig griefen. Und wie gesagt, das ist halt das, weswegen ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei drum reden. Ich würde erstmal von allen gerne hören, was denn bei euch so passiert ist, weil ich habe gar nicht alles unbedingt mitbekommen. Ich habe immer nur mal wieder an allen Ecken gehört, ja, da wurde das gegrieft, da wurde dies gegrieft, und ich würde erstmal links ans Imperium geben, was ist denn bei euch passiert? Gut, dann ist das ein anderer Fall. Und, das ist mir ein bisschen zu viel, dass die Welt still zu stehen scheint. Oder bei einer Wasserleitung, also ich habe schon gesehen, Wasserleitung, wenn da was rauskommt, nennt man das auch Leck. Ja. Das ist die andere Art. Haben die Piraten ein Leck im Boot, oder? Ja, ich wollte sagen, Schiffe haben auch manchmal Lecks, ja. Oh Mann. Ich habe noch kein Leck entfernen können. Wir haben wertvolle Sachen und mein Schatz ist immer noch in meiner, habe ich alles noch bei mir, also ja. Aha, ja, mein Schatz. Gut. Ja. Genau, deswegen, Yoshi, könntest du natürlich bitte das Geschenk Gästen. Ich hab's nicht dabei. Nicht dabei. Und Hat jemand eine Ender-Chest, wenn ich die hier aufstellen kann? Ich hab gerade meine Ender-Chest dabei. Ich glaube. Ach nee, ist ein Ofen. Ofen praktisch. Nein, ich würde nach der Besprechung jeden noch mal kurz dann bitten, hier zu bleiben. Dann würde ich das einmal holen. Wir haben was Kleines vorbereitet. Ich hoffe sehr, dass es ein Kuchen ist. Kuchen gibt es bestimmt auch noch später. Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, damit ist die Sache mit dem Briefer erstmal geklärt. Das war aber nicht das Einzige, was wir von uns aus ansprechen. Ja, ich glaube, da ist auch noch ein steinerisches Geschick reingeflossen. Das ist schade, wenn er kaputt gehen würde. Da hat wohl jemand Zeit gepusht. Zeit und Mühe sind auf jeden Fall in diesen Tisch reingeflossen. Ja, Fusch am Bau, spackt den Sau, spricht aus Erfahrung. Alles Fusch hier, alles Scheiße. Ich spreche mich dafür aus, die Berater waren doch ein Fehler. Wow. Dankeschön. Ich würde dann zum nächsten Thema überkommen, weil das für alle in Ordnung ist. Essen. Das mit den... Ich hatte von einigen gehört, dass es wohl doch gerne Landbegrenzung geben sollte, dass man nicht unbefugt auf das Land gehen kann. Ich hatte da so ein bisschen was gehört und ich wollte einfach mal in die Runde fragen, was ihr davon haltet. Um Fraktionsgrenzen, die Festlegung von Fraktionsgrenzen, weil das, denke ich, auch doch eine relativ wichtige Sache ist. Ja. Und da würde ich ganz gerne am Ende auch nochmal ein bisschen ausholen wollen, insgesamt zu Sachen, wie der Rat organisiert ist. An und für sich, denke ich, kann man das machen. Ja, ist sogar sinnvoll. Die Frage ist, und das ist nämlich etwas, das finde ich, muss im Detail dann wiederum geklärt werden, gegebenenfalls auch durch irgendeinen Schriftsatz, unter welchen Bedingungen so eine Grenze gesetzt werden darf. Denn wir haben verschiedene Punkte. Einerseits kann so eine Grenze in meinen Augen nicht unnötig groß sein. Also ich kann jetzt nicht von hier von der einen Ecke bis zur anderen eine Grenze ziehen. Und zweitens muss eine Grenze, wenn man die mit einer Bedingung verknüpft, dass es auch Konsequenzen für einen Spieler haben kann, wenn man sie quasi, ich sag jetzt mal, illegal betritt, dann muss es aber auch klar sein, dass diese Grenzen so sichtbar sind, dass sie jeder sehen kann und man nicht aus Versehen in Grenzgebiet eintreten kann. Ich glaube, wir haben einen Leck in der Decke. Ich flick's es gerade, die Bretter waren ein bisschen morsch, ich wollte einmal erneuern. Sind wir wieder mal im Leck? Da fehlt jetzt eins. Könnten Sie bitte unser Gebäude heilen lassen? Das wäre wirklich äußerst... Die Frage ist, warum geht das Gebäude einfach von alleine kaputt? Ich weiß nicht. Erstaunlich. Ja, ist halt alles Push hier. Das Gebäude ist hier so ein bisschen im Winter, steht das hier schon so ein bisschen länger und ohne Sanierungsarbeiten. Holz arbeitet bei Temperaturen, das ist ganz normal.
Hätte man ja, bitte die Kaltbühne ganz lassen. Aua, Mann, es tut mir leid. Ich war ein bisschen von der Decke ab verwirrt. Und kann man, also ich möchte mal ganz allgemein, Runde, kann man bitte mal aufhören mit irgendwelchen störenden Kackgeräuschen, die einfach nur dazu dienen, dass man die ganze Zeit die rechte Maustaste spammt? Dankeschön. Wie gesagt, es kann nicht sein, und das sage ich ausdrücklich, es kann nicht sein, dass jemand sagt, wir haben 3 Anführer, wir haben 25, wir haben 18 Anführer, deswegen müssen wir die alle da reinschicken. Gerade was Elytren und so ein Kram betrifft. Ja, Elytren. Und allgemein, was das End betrifft. Also ich überlege gerade, Dinge, die man durch das End gewinnt, sind ja primär 2 Sachen, sind Schalkerboxen und Elytren. Elytren, das war es eigentlich. Ja. Wegen mehr Sachen geht man nicht ins End, der Rest ist irrelevant. Ja, okay, und das eine Drachenei, das Renzi unbedingt braucht. Drachenköpfe. Keine Ahnung. Drachenköpfe. Ja, man geht jetzt, also ich weiß nicht, wenn ich End geht. Also, ja, sind vielleicht, also 4 Items, die man vielleicht haben will. Kokosfrüchte. Man könnte sich auch aus Endstäben ein Einhorn bauen. Endstone? Okay. Ich denke, ihr habt aber den Punkt gekriegt, den ich sagen wollte. Ja, ich wollte mich mal nur noch Enderperlen. Sprich doch bitte einfach. Ja, ich versuch's ja. Man muss bedenken, dass man im Mittelalter nicht fliegt. Also da bringen ja die Elytras nicht so wirklich was. Ja. Fantasy. Fantasy. Darf ich das Wort? Imagination. Ja. Ich glaube, wir sollen ihm da unten nochmal zuhören. Ich habe gar keinen. Nee, also tatsächlich einfach einen Punkt in den Chat schreiben und der den Punkt zuerst, also wenn es jemand nach mir, also wenn ich was sagen will, schreibe ich einen Punkt und wenn jemand nach mir einen Punkt schreibt, ist der dann nach mir dran und so weiter. Ja. Gut, aber sind ganz viele Punkte. Okay. Er hält einfach eine Stundenrede. Jeden Punkt eine Minute. Also wer jetzt? Ich glaube, der Kaiser. Sagen, oder? Okay. Es ist aber eine sehr gute Idee, Herr Kaiser. Das ist eine du hast dich nicht gemeldet. Ich würde dann, wenn sie jetzt 2 Personen im Krieg sind, dann tun die jetzt nicht einfach so gegen eine andere Person stimmen, nur weil die gerade im Krieg sind, sondern die tun trotzdem ihre eigene Meinung vertreten. Sowas wäre wichtig. Sag mal, okay, was habe ich eigentlich gesagt? Dass ich reden soll und politische Entscheidungen treffen soll. Nein, sollst du nicht. Den kennen wir mal lieber. Ja. Also gehen zu, bitte einfach sich besser halten, okay? Der wird nicht. Obwohl du uns spalten und teilen und irgendwie, ich weiß es nicht, ob sie, also ich habe ihm klar gemacht, also ja, ich weiß es nicht und er wollte irgendwas machen. Ja, du hattest abgebrochen, weil du stimmlich am Ende warst. Du sprich gerne weiter. er wollte in unsere Fraktion, aber dann kam halt dieses ganze blöde Zeug mit der Demokratie. Das hat den Kaiser halt genervt und meiner Monarchie. Jedoch wird natürlich hier auch immer sehr auf die Meinung der Bürger gehört. Also sie wird wahrgenommen. Also nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, ich scheiße auf meine Leute. Na, Kili, ich nehme deine Meinung wahr. Lass nicht reden, Kili. Scheiße. Ich glaube, er findet die Wand schön. Okay. Er guckt unschuldig die Wand an. Das ist das Schweigen der Zuschauer. Interessant. Schweigen der Zuschauer, ja. Oh Mann. Darf ich anmerken, dass das übrigens ein Geniestreich ist, dass man einen Punkt reinschreibt, wenn man noch einen Punkt hat. Also mal darauf aufmerksam machen, dass das total clever vom Erfinder ist. Oh, können wir in die Führung wieder ziehen? Das ist eigentlich ekelhaft. Kaiser. Ich mach doch nur Spaß. Oh Mann. Ja, ich würde die Sitzung dann damit beendet erklären. Warten Sie. Wir kriegen noch Geschenke. Endlich. Ach so, stimmt. Ja. Genau, mit das Geschenk. Da war noch was. Entschuldigen Sie mich. Ich würde den Moment kurz nutzen, um austreten zu gehen. Einen Moment. Ich muss mal, keine Ahnung, wohin. Ja, solange die Geschenke geholt werden und der Kaiser kurz seine Beine vertritt oder was immer auch tut. Also ich habe meinen Raum gerade anderweitig markiert, wenn es okay ist. Ich weiß. Ich höre das nicht. Bestimmt alles voller Schleim.
Das ist voller Schleim. Also wenn ich jetzt aufstehen würde... Eigentlich stinkt. Also wenn man jetzt... merkt das Zimmer am Geruch. Eieiei. Also, die wissen also, aber schon, dass die Toilette draußen ist. Ja, ja, das aber... Bei der ganzen Eigenlob nimmt. Will aufstehen. Ich möchte auch einmal merken, wie ich schön will nicht aufstehen. Ich habe Angst, dass ich auf die Fresse fliege, wegen dem Schleim auf dem Boden. Ja, nicht. Also, ja, dann sitzen sie für immer fest. Das ist so schön, eigentlich an den wichtigsten erstmal. Geschenke! Genau. Ich möchte kurz gucken, dass kein. Könnten wir bitte diesen Clear-Lag abwarten? Da sind sehr viele schlaflose Stunden reingeflossen. Ja, okay. Das wäre ungünstig. Das war sehr viel Arbeit. Sehr, sehr viel Arbeit. Das ist auch echt verständlich. So, wenn das auf einmal weg ist, dann. Scheiße. Noch eine Sache. War doch Spannung. Eine Fraktion, die das Geschenk nicht annehmen möchte. Weiß nicht, was es ist. Ja gut, also die Freibeuter haben vorhin gesagt, dass sie das Geschenk nicht annehmen wollen. Ach so. Also ich dachte, es geht um Entschädigung. Ja, Geschenke nehmen wir immer. Ich dachte, ja, es ist ein Geschenke mal, ja. Nein, es ist ein Geschenk von uns. Oh Mann. Und ja, es ist ein Geschenk. Ja, Freibeuter geiern immer her damit. Wär unhöflich, finde ich. Also, ja, genau, wir wären sonst unhöflich. Auch hier. Oh. Oh. Oh, ihr habt 1-4 bekommen. Ihr habt den von den Freiläufern noch bekommen. Ja, von den Freiläufern hier. Dann Kaiser, hier. Ich bitte Sie. Hallo. Sie Ich bin halt jemand, ich. Teddy, hast du den? Nee. Ein großzügiges Geschenk. Jetzt das ist ein sehr tolles Geschenk. Das werde ich mir merken. Ja, wunderbar. Das war sehr viele Stunden kein Schlaf. Das ist verständlich. Schön. Also wir das Kaiserreich werden dieses Geschenk in unseren Herzen packen, weil das sehr, sehr, es bedeutet uns sehr, sehr viel. Also im Herzen, ich will es eigentlich auf die Rüstung packen, aber wir können es auch gerne irgendwelche Herzen. Also, Herr Kaiser, das war ein Kompliment, das war nicht gemeint. Ach so, Entschuldigung. Ja, Mensch. Ich habe es wieder pragmatisch betrachtet. Als Gastgeber würde ich das jetzt damit auch beenden. Mhm. Ja. Endlich. Echt so. Endlich, das hat sich so fies angehört. So, endlich. Ich muss einfach aufstehen und gehen. Ich will den Anfang machen. Also, der Anfang ist und schwer. Und vielleicht geht es mal mehr als nur ein Netheroid-Block. Ich will hier nicht ausrutschen. Ich habe Angst, dass ich auf die Fresse fliege. Ich sag euch, sobald ihr dieses Haus verlässt, steht ihr auf meinem Boden und damit seid ihr vogelfrei. Also, rennt mich jetzt auch mal hin. Oh Mann. Vielen Dank. Also, ich habe gerade diesen elenden Santi gesehen. Ich wollte auch meine Meinung machen. Oh, da. Der Captain hat einen Abgang gemacht. Ich wollte auch meine Meinung noch machen. Er taucht schon wieder nach, schätzen. So. Ist nicht so, als wäre ein Weg, aber... Ja. Wir haben da mal neue Wege gehen können. Weg. Ach, oh, der hört aber einfach auf. Ich bin schon vor euch. Also, ich wollte auch nochmal meine Meinung sagen. Ich bin jedenfalls immer noch sehr angespannt. Ja, weil achso, angespannt. Ich dachte, ja, angefahren, hallo? Nein, sehr angespannt. Nein, ich bin angespannt und immer noch sehr nervös. Es ist halt alles zu viel Stress gewesen. Ich hatte eine komische, sehr nervöse Beraterin neben mir sitzen, die ganze Zeit am Tisch rumgespielt hat. Ja, es tut mir leid. Kleidung an, ausgezogen hat. Ich weiß nicht, was das für Andeutungen waren. Ja, weil sie ist doch angetan. Angetan und angeturnt. Nein, es liegt einfach daran, dass ich sehr nervös werde. Dass du einfach echt sexy Nein, bist. Nein, Mann, Kaiser, bitte lassen Sie mich doch einmal ausreden. Kaiser, wie ist denn das? Zwei Lamas gegen eine Frau, oder? Die Farm hier gar nicht aufgefallen. Das ist ganz sensibel. Welche Farm? Die hier oben, die Farm, die ist mir gar nicht aufgefallen auf dem Hinweg. Oder was das hier sein ist. Was ich sagen wollte, ist, ich war... Eisen. Bei uns Freibeutern gibt es ein Rezept dagegen. Oh. Rum. Alkohol. Das Rezept für alles ist rum. Nicht Alkohol. Was war rum nochmal? Was war das nochmal? Rum ist kein Alkohol, rum ist ein Süßgetränk. Ach so. Naja.
Aber wird man da nicht auch betrunken worden? Nein, nein, warum doch nicht? Also ich meine, nur glücklich. Nur glücklich, richtig. Glücklich und sorgenfrei. Ich bin zwar 20, aber ich weiß nicht, ob ich das Angebot annehmen werde. Ja, ja, so ist das. Ach, nur, was ich nur mal sagen, also ich bin doch. Mann. ja, also ich will nur sagen, du merkst, wir stehen eindeutig über dir. Ja, ich weiß. Ich finde das nicht gut. Ich bin für Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Ich stelle mich auf eine Stufe. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass wir über ihr stehen, weil sie eine Frau ist. Das hast du jetzt rein interpretiert. Ist doch egal. Ja, das stimmt. Das haben sie gerade interpretiert. Also, das hätte ja auch einfach nur überstehen können, weil ich uns insgesamt ein besserer Mensch bin, aber okay. Ich lebe ja auch in meiner Welt, von daher auch gilt auch mein Wort. Ich will mich auch nochmal entschuldigen für dieses ganze Gestoppere in meinem Gesprächen. Kaiser, ich bin wirklich dafür, dass nur noch eine Person dahin geht. Also Kaiser, ich bitte Sie, es ist sehr langweilig, allein in einer Burg zu sein. Ohne irgendwie. Warum soll ich denn allein in der Burg sein? Ich meinte mich selber gerade. Ich habe besorgt dir ein Kätzchen. Was ist mit dem armen Locke, der auch jetzt gerade alleine ist, weil wir beide unterwegs sind? Der ist nächste Besprechung gehst du hin. Ich habe einen Besuch in der Burg. Der ist nie wirklich manchmal alles da. Klar. Der ist nur selten da. Locke ist gar nicht selten da. Ich bin fast mehr mit Locke. Ich bin mehr mit Locke unterwegs als mit dir. Es tut mir leid. Ja, dann sag ich, dass Locke selten da ist. Ne, das stimmt überhaupt nicht. Wir sind mehr mit mir unterwegs. Doch. Willst du denn wissen, wie oft ich mit Locke unterwegs bin? Keine Ahnung. Ja, genau. Stalking. Genau. Ja, das kann so der einzige Grund, ja. Aber was ich mal, der Buschfunk funktioniert besser als der reguläre Funk, muss man ganz ehrlich sagen, gerade auf dem Land. Ich bin aber hin weiter dafür, dass eine Begleitung mitkommt und ich habe kein Essen mehr. Scheiße, der Mann, ey. Oh, darf ich Ich habe noch ein paar gesoffen. Erster. Danke für das Die Brote haben sie übrigens von mir, möchte ich nochmal betonen. Jetzt halt doch mal den Tag. Oh je. Oh je. Da hat jemand noch mal rumgetrunken. Noch mal danke, dass es so schön geklappt hat mit der Insel und so auch. Also mit der Insel. Ja, sehr gerne. Das ist sehr schön. Ja, ich scheine auch ihr Territorium sehr gut verteidigen. Können wir bitte, vielleicht wollen wir unseren Rat aufnehmen. Also ich scheine eine Fraktion gegründet zu haben. Ich gehe mal hin und rede mit ihnen. Jetzt gehen sie auch dahin. Los, die sind jetzt der gesamte. Ich glaube, der flunkert nur immer. Ja, ich glaube, ich habe mit denen schon mal. Los, soll ich mit jetzt. Okay, ich spreche mit ihnen, okay? Ja, ich gehe hin und spreche mit ihnen. Ja, okay. Tschüss. Wartet ihr hier oder? Ja, gehen Sie ruhig. Noch ein bisschen, da geht noch was. Noch ein paar Meter. Noch ein bisschen, Sie müssen weiterhin. Ich habe das Gefühl, ihr wollt mich loswerden. Nein, die anderen hören Sie ja gar nicht. Sie müssen ja schreien, um dir zu hören. Dann töte ich die halt einfach, meine Fresse. Hallo, ist jemand zu Hause? Guten Tag, der Herr. Also ich wollte nur mitteilen, dass wir vielleicht, also ich glaube, er will nicht, ich habe mich angegriffen. Also wir können festhalten, ich habe es auf jeden Fall versucht. Ja, das sah ich. Gespräche aufzunehmen. Ich verstehe langsam, warum Silverflame Pfeile im Kopf hat. Ja. Ja, okay. Es meinst, weil sie sich treffen, weil sie sich treffen lässt. Also ein nein, hat sie auch nicht treffen. Ich weiche schon aus. Also ein hat sie im Arm. Nervös. Und oben in der Schulter. Okay, wie kriegt man einen Pfeil oben in die Schulter? Ist das Talent. Das sollte Talent gefördert werden. Oh, jetzt ist es weg, das Talent. Oh, ist weg. Naja. Im Kopf haben sie trotzdem noch. Ich weiß, das bleibt auch. Das bleibt auch. Ich habe einen Pfeil im Kopf. Ein kleiner Pfeil in den Hinterkopf erhöht das Denkvermögen. Locke kann mit lang gelockt. Da findet ihr meine Witze schlecht. Ja. Ja, in der Tat. Ja, ich kann es auch vollste erzählen. Zustimmung. Sehr schön, sind wir uns ja einig. Beim nächsten Mal einfach, weißt du, dann kommt gleich wieder der Vorwurf, ja hier, ich versuche alles zu diktieren und möchte alle, also ich meine. Ist mir doch scheißegal, wenn ich nicht passe, so Einspruch erheben. Habe ich doch auch gemacht. Ja, das stimmt schon. Veto habe ich heute auch gebrüllt. Veto! Einspruch, euer Ehren. Warte, stopp, falscher Film. Was war das jetzt? War das ein sogenannter Seitenhieb? Ich glaube, wir müssen nach Hause. Ja, ich glaube auch.
Ist schon spät. Ja, macht euch mal, trinkt ein bisschen was, trinkt für mich einen mit. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns. Kommt gerne vorbei, ihr seid hier jederzeit willkommen. Jo, wenn wir mal wieder was aus euren Kisten brauchen, kommen wir. Genau, jo. Ja, perfekt. Und wenn ich eure Villager mal wieder brauche, dann komme ich auch vorbei. Einfach gehen, einfach weg. Ja, ja. Tschüss. Bin schon dabei. War schön mit euch. Ciao. Ciao. Bitte. Geht jetzt bitte. Bitte gehen. Könntet schon weg sein. Seh euch. Seh ich immer noch. Kann euch riechen. Könntet ihr bitte woanders hingucken, während ich hier hinscheiß? Achso, sorry. Moment mal. Vielleicht scheiße ich gerade hier oben. Moment mal, sie haben ein... Oh Gott. Oh, ich riech's. Jetzt geht bitte. Boah, jetzt, ich glaube, du kannst es mal wegmachen. Der arme Locke. Ich habe endlich wieder volles Leben. Ja, wunderbar. Ja, volles Leben, erstmal scheißen gehen. Hat der ganze Kram gerade eben einfach 2 Stunden gedauert? Ja, ich habe auch 2 Stunden Aufnahme. Hat man ja Kopfschmerzen bei. Hast du das Boot bei? Hab ich bei, ja. Wunderbar. Einmal nach Hause, bitte. Bin dabei.